Ja, ich freue mich, dass der Jupp das so perfekt organisiert hat und dass wir die wichtigsten Leute von Köln so weit zusammengekommen sind. Ja, der Jupp hat euch eine E-Mail geschickt, wo es losging mit Magnetmotoren. Und bevor ich jetzt anfange, diese ganzen einzelnen Experimente durchzunehmen, finde ich, dass es nicht unwichtig ist, dass ihr wisst, wie ich dahin gekommen bin. Und wie es immer im Leben spielt, ist meistens alles Zufall, ne? Es fällt einem irgendwie immer alles zu und so war es bei mir auch gewesen. Ich habe ganz normalen Werdegang gehabt, mein Vater war Elektriker, meine Mutter Kindergärtnerin, ein Abi gemacht und dann habe ich mich fürs Wirtschaftsgymnasium entschieden und wollte ursprünglich Banker werden. Dann ging es los mit dem absoluten Nicht-Kapieren, dann ging es los in Mathematik mit den höheren Rechnungen. Integralrechnung war für mich ein Buch mit 7 Siegeln, da ging gar kein Weg rein, weil ich keine praktische Verwendung dafür gesehen habe. Bei Wirtschaft genau dasselbe. Wozu hat es einen Sinn, irgendwie eine Firma zu machen, die jedes Jahr mehr Gewinn machen muss als das Jahr vorher? Das kann ja irgendwie nicht ewig gehen, also so war damals mein Denken. Hat sich dann alles etwas geklärt, sagen wir es mal so. Und ja, habe das Abi sozusagen versemmelt, stand dann da ohne nichts und musste schnell irgendwas finden und bin dann bei einer Elektromaschinenreparaturfirma untergekommen, wo ich Ferienjob gemacht habe. Und habe da einen Ferienjob gemacht und habe irgendwann den Chef gefragt, ob er auch Lehrlinge einstellt. Dann hat er gesagt, ja, ich stelle Lehrlinge ein, ich brauche Schlosser und ich brauche Leute, die Elektromotoren reparieren können. Ich habe mich zwar als Kind schon immer so ein bisschen für Batterien und Lampe ans Fahrrad selber basteln und sowas interessiert, aber von Elektromotoren und dem ganzen richtigen elektrischen Strom habe ich mich immer ein bisschen ferngehalten, Respekt davor gehabt, also habe ich ihm gesagt, ich will Schlosser werden. Da hat er mich von oben bis unten angeguckt mit meiner Statur, ne? Und hat gemeint, nee, ich brauche einen Elektromaschinenmotor. So. Und so bin ich dann Motorentwickler geworden. Wir waren in Chemnitz gewesen, das war die einzige Schule in Sachsen, die Motorenwickler ausgebildet hat. Und da war es dann im zweiten Lehrjahr gewesen, wo unser Lehrer angefangen hat mit Anlassermotoren von normalen Autos. Und da hat er die Aussage getätigt, dass wenn so ein Anlassermotor unbelastet laufen würde, dann würde der unendliche Drehzahl bekommen und den Rotor wird zerstieben in alle Einzelteile. Und da war dann bei mir der allererste Mal der Punkt, wo ich so ein bisschen aufgewacht bin, gemerkt habe, was wie unendliche Drehzahl. Unendlich geht ja nicht, weil dann muss eine unendliche Energiemenge irgendwo da sein, was das Ding dann dahin bringt. Also habe ich ihn gefragt, wo denn die theoretische Enddrehzahl von so einem Anlassermotor wäre, wenn es das Material aushalten würde. Und da hat er mich nur ganz blöde angeguckt und hat gemeint, das, sowas brauchen wir nicht wissen und das, ja. Und da war ich dann, das war dann der erste Punkt gewesen, wo ich da etwas scharf drauf geworden bin sozusagen. Ich habe auch ab dem Zeitpunkt alles, was dort gelernt worden ist, nicht mehr so aufnehmen wollen. Bin dann durch Ach und Krach durch die ganzen theoretischen Prüfungen und so gekommen, so ein 3er, 4er Durchschnitt. Ja, da hat man so seine normale Laufbahn gemacht, ne? Lehrjahre und dann angefangen richtig in der Wirtschaft zu arbeiten. Alle 4 Wochen dieselben Motoren repariert, weil die Firma zu faul war, bessere Motoren einzubauen. Das war billiger gewesen, die immer zu uns zu schaffen. Also Sisyphusarbeit, ne? Jahrelang Sisyphusarbeit, hast jeden Tag dasselbe gemacht, hast genau gewusst, nächsten Tag machst du wieder dasselbe. Bis 2005 dann gewesen ist, da sind dann mehrere Herren im schwarzen Anzug bei uns in die Firma aufgetreten und haben gesagt, wir haben eine Maschine, die mittels einer speziellen Hydrauliktechnik aus der Umgebung Energie einsammeln kann und dann Generatoren betreiben kann, die 1 Megawatt liefern. Und so eine Maschine würde dann neben jedem Haus stehen und wir wären komplett unabhängig von der ganzen Ölindustrie und Atomkraft und so weiter und so fort. Und sie bräuchten nur einen Prototyp, der auf einer Messe laufen würde. Und der Prototyp müsste mit einer Wicklung besehen werden. Also sind die mit ihren riesengroßen Segmenten gekommen und wir sollten da eine Wicklung reinlegen. Zu dem Zeitpunkt hat sich unsere Firma dann schon ein bisschen gespalten, weil die eine Hälfte hat gemeint, ach, das sind irgendwelche Scharlatane, die nur Fördergelder abkassieren wollen. Und ich habe zu der anderen Seite gehört. Ich habe mich ab dem Zeitpunkt auch angefangen, im Internet zu erkundigen, was denn da dran sein könnte. Und bin aber mal halt so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Ende vom Lied war gewesen, dass die Firma, die uns den Auftrag gegeben hatte, uns dann auf 40.000 Euro Schulden hat sitzen lassen. Die erste Rechnung haben sie bezahlt, das war auch ungefähr in der Größenordnung. Also musste für so ein Projekt irgendwoher Geld da sein.
Ne, aber die Endrechnung ist halt nie bezahlt worden. Das war dann schon ein bisschen komisch gewesen. Aber was dann noch dazu kam, ne, also die Leute haben wir nicht gekannt. Ne, die kamen von irgendwoher in unserem kleinen Dorf, fremde Leute, na gut, das ist halt verarscht worden. Anders wurde es dann, als ein bekannter Unternehmer zu uns gekommen ist und der wollte neuartige Windräder bauen. Und zwar in der Form von einem Trichter, einem hyperbolischen Trichter, der mittels der Windverwirbelung das Rotorblatt, was dann den Generator betreibt, viel effektiver betreiben könnte als die ganzen Windräder, die wir bisher hätten. Die haben in der Nordsee Tests gemacht, haben das alles bestätigt gehabt, haben aber keinen richtigen Generator dafür gehabt. Ja, also ist der Unternehmer dann zu unserer Firma gekommen und wollte von unserer Firma dann einen stinknormalen elektrischen Generator haben, den man mit einem Windkraftwerk betreiben kann. So, und dann haben wir nach unserem damaligen besten Schulwissen so einen Generator zusammengebaut und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ne, wir haben die Leistungen, die berechnet worden sind, im Ansatz nicht hinbekommen und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, du machst den Job jetzt seit 6-7 Jahren, hast aber überhaupt keine Ahnung, wie überhaupt ein Generator gebaut wird. Du bist nur dafür zuständig, kaputter Motor her, Wicklung raus, Wicklung rein, wieder fort. Aber wie sowas überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Ja, in der Zeit hatte ich dann einen jungen Kollegen gehabt, der war sehr engagiert gewesen, war vorher Polizist gewesen, dann ist bei ihm irgendwas passiert und dann hat er kein Fernsehen mehr geguckt. Hat sich nur Bücher geholt, hat sich zu Hause nur mit Bücherwissen vollgestopft und hat dann angefangen, unsere Firma neuartige LED-Treiber zu entwickeln. Ja, er wollte für unsere Mopeds oder Motorräder LED-Rücklichter entwerfen, die halt ewig lange halten, ganz wenig Strom ziehen und so weiter und so fort. Und da wollte er mich ein bisschen mit ins Boot holen. Und ich damals in der Zeit ganz andere Dinge im Kopf gehabt, ne, Mädels, Autos, Partys und so weiter und so fort. Und habe ihn so ein bisschen auflaufen lassen, da war er etwas sauer gewesen. Und ab der Zeit hat er mich dann immer so ein bisschen gestichelt, wollen wir es mal so ausdrücken, und hat dann ein Studium angefangen zur Elektrotechnik. Da habe ich mir gedacht, hey, du Arsch, was du kannst, kann ich schon lang. Ja, weil er mich halt immer so gestichelt hat und habe mit ihm zusammen das Elektrostudium gemacht. Weil ich da auch gehofft habe, jetzt lernst du endlich mal, wie die ganze Elektrotechnik funktioniert. 2 Jahre habe ich es durchgehalten. Spätestens dann war mir klar gewesen, dass man da drinnen nicht gebildet wird, sondern ausgebildet wird für die Industrie. Dass man weiß, wo welche Ersatzteile zu bestellen sind. Aber von dem ganzen richtigen Hintergrundwissen hat es mir alles nichts gebracht. Also ich war komplett unzufrieden gewesen. Und das war dann auch der Grund gewesen, warum ich dann bei meiner damaligen Firma gekündigt habe und durch Zufall in die Kernkraftwerke gekommen bin. Da habe ich damals dann gesagt, also wenn die dir im Kernkraftwerk nicht erklären können, was Strom ist, wer dann? Ja, ja und 2008 genau bin ich da hingekommen und als ersten Einsatz hat mir die Firma Berlin gegeben, das Siemenswerk in Berlin, wo die riesengroßen Dynamos und Generatoren für die weltweiten Werke überall hergestellt werden. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die heutzutage im Jahr 2008 immer noch nicht alles wissen. Ja, da gibt es hochbezahlte Ingenieure, die wochenlang da sitzen, so einen neuen Elektromotor berechnen. Und dann muss der Elektromotor trotzdem noch 2 Wochen in den Testlauf, weil es bestimmte Drehzahlen gibt, wo der nicht das macht, was sie berechnet haben. Ja, da war das zweite Mal, wo ich dann so angefangen habe, mit den Ohren zu schlackern. Ja, ja, das ging dann so weiter. 2009 bin ich dann nach Biblis versetzt worden, ne, unten in Worms, Kernkraftwerk Biblis von RWE. Und das war dann die erste Baustelle, wo ich ein ganzes halbes Jahr am Stück gewesen bin. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich komplett von zu Hause weggerissen gewesen bin. Nichts zu tun. Am Abend hat man die Möglichkeit, mit den Kollegen halt in die Kneipe zu gehen, zu saufen, die Bordelle unsicher zu machen. Aber irgendwann hat man das alles dann satt. Im Fernsehen kam sowieso nichts Richtiges. Und in Biblis bin ich dann das erste Mal über die sogenannten Magnetmotoren gestolpert. Es gab damals 2009 einen Deutschen, den Georg Sukop, der es geschafft haben sollte, einen selbstlaufenden Magnetmotor zu bauen. Und dieses Prinzip habe ich selbst zweidimensional ausprobiert. Es gab da so eine Anordnung von Magneten, die man V-förmig anordnet. Und dann einen runden Magneten da drüber rollen lässt. Ne? Man kann ihn praktisch hier am Ende ansetzen, man lässt ihn los und dann macht das Ding linear in eine Richtung nach vorn. Das war für mich bis dahin schon mal ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man nur mittels Magneten ohne irgendwie elektrische Pulse irgendwas in eine Richtung schicken? Und das Thema hat mich dann vollkommen erwischt.
Wir waren dann im Kernkraftwerk gewesen und hatten dann einige Bauteile aus den Schrottcontainern zusammengesucht, weil wir das mal probieren wollten. Und ich habe da so eine Energie gehabt, dass mir sogar mein Job dort scheißegal gewesen. Ich habe da gesagt, so, wir haben jetzt nichts zu tun. Ich habe keine Lust, hier blöd rumzusitzen, bis die Arbeitszeit vorbei ist. Ich verlasse jetzt das Kernkraftwerk und hole mir alle Magneten, die es gibt. Das probieren wir jetzt hier aus. Ja, wenn wir das hier im Kernkraftwerk hinkriegen, das wäre super. Ja. Ihr könnt euch schon denken, was passiert ist. Es hat nicht funktioniert. Und dann wollte ich weitersehen, was denn funktioniert. Ja, zu dem Zeitpunkt 2009 gab es auch schon sehr, sehr viele Videos, die alles Mögliche gezeigt haben, dass es funktionieren sollte. Aber bei fast keinem Video war eine genaue Bauanleitung mit dabei gewesen. Ja, dann bin ich auch dahinter gekommen, dass in einigen Ländern es schon so weit ist, dass du mit YouTube Geld verdienen kannst. Das war damals in Deutschland bei uns noch nicht so gewesen. Und na klar, kommt es dann nur auf die Klickzahlen an. Also lädst du irgendein Video hoch, was viele Leute interessiert und schon hast du einen Haufen Kohle. Und dann bin ich aber über den sogenannten Bedini-Motor gestolpert. Und zwar war es ein Pärchen aus Kanada gewesen. Er hat sich Imhotep genannt, sie hat sich Shiva genannt als Pseudonym. Und da habe ich das erste Mal gesehen. Also nichts gegen Frauen jetzt, ne? Aber bis dahin war das alles nur Männergebiet gewesen, ne? Und das war das erste Video, wo eine Frau so einen Motor zusammengebaut hat, mit Schaltplan und so weiter. Und das war das einzige Video, wo ich mir gesagt habe, nee. Also so viel Ehrlichkeit und allgemein Frauen, ihr seid da vielleicht ein bisschen anders als wir. ja, habe ich gesagt, also wenn da nichts dran ist, habe ich komplett den Glauben in die Menschheit verloren. Ne? Und zum Glück war da was dran gewesen. Habe dann den Bedini-Motor, es ging eigentlich nur darum, dass es ein kleiner PC-Lüftermotor gewesen ist. Der so umgebaut werden kann, dass man damit Batterien laden kann. Mehr war es eigentlich nicht gewesen. Ja, aber allein schon die Option, du hast einen Elektromotor und benutzt jetzt irgendeine Art der Energie, die in dem Elektromotor entsteht, die normalerweise vernichtet werden würde oder nur im Drehmoment umgesetzt werden würde, zum wieder rausleiten und damit dann Batterien betreiben. Ja, somit hat man dann einen Motor, der sich dreht und gleichzeitig extra nochmal eine Batterie laden kann. Und schon zu der Zeit ist durchs Internet gegangen, dass mit dem Bedini-Motor es geschafft werden kann, dass du mit einer Quellbatterie mehrere Batterien laden kannst. Ja, also eigentlich das freie Energiegerät in sich. Du hast eine Batterie, lädst ganz viele damit auf, ja, und dann nimm einfach die anderen Batterien und macht weiter. Ne? So war damals der Gedanke und deshalb habe ich mich damit eben beschäftigt. Allerdings kamen dann auch so ein paar, ja, das heißt mystische Sachen dazu, aber da war es mir dann klar, vielleicht bist du hier nicht doch so ganz alleine. Es war dann die Zeit gewesen, wo ich natürlich im Internet nach den ganzen Bauplänen gesucht habe. Und es hat mich schon irgendwie genervt. Ich war damals noch so gewesen, das Internet muss sicher sein, Virenprogramm drauf und so weiter. Und ich hatte die ganze Zeit mit meinem Computer immer nur zu tun gehabt, das aktuelle Virenprogramm drauf zu haben. Ich habe keine Zeit gehabt, mich richtig zu recherchieren. Und irgendwann war dann der Punkt gewesen, gut, Thorsten. Also, wenn da wirklich irgendwas dran sein sollte, was veröffentlicht werden sollte, was auch alle wollen, dann bekommst du auch die Energien dazu und du kriegst dann auch nicht so viele Steine in den Weg gelegt. Da habe ich mir gesagt, gut, kein Virenschutz mehr auf dem PC. Ne, die Leute, die mich überwachen wollen, überwachen mich sowieso, ob ich Virenschutz drauf habe oder nicht. Aber ich wollte an die Leute rankommen, so wie euch jetzt. Ne, das war eigentlich von Anfang an das Ziel. Die, die das wirklich interessiert und die das wirklich praktisch ausprobieren wollen. Und eines Tages bin ich von einem Einsatz zurückgekommen, habe meinen Laptop an meinen Drucker zu Hause angeschlossen und auf einmal hat der Drucker, ich habe noch Windows-Betriebssystem drauf gehabt, da sieht man ja immer rechts unten, ob ein Druckauftrag gerade gestartet wird oder nicht. Es war kein Druckauftrag gestartet und trotzdem hat mir mein Drucker ein 1000-seitiges PDF herausgeknallt mit allen möglichen Anleitungen über freie Energiesysteme. Aus England einer. Und ja, dann ging es richtig los. Ne? Da hatte ich das richtige Zeichen gehabt. Oha, also irgendwer hatte ich übers Internet gehackt und will, dass du dich damit weiter beschäftigst. Ja, warum nicht? Ne? Ein anderer Erfinder, der mich sehr fasziniert hat, war der Hartmut Müller gewesen. Das war in Thüringen, der in den 80er Jahren nach Russland gegangen ist und dort mit den russischen Kollegen an irgendwelchen Akademien das sogenannte Global Scaling System entwickelt hatte. Ja, also das, ja, kurz, wie kann man es kurz beschreiben? Ja, dass die ganze Welt auf Schwingung basiert, auf die richtige Frequenz
Und dass das das Energiesparendste ist, so wie auch die Natur arbeiten würde. So in ganz Kurzform. Also im Detail könnt ihr, wenn es euch interessiert, nach Global Scaling mal googeln. Dummerweise hat sich dann daraus eine Firma gegründet. Hallo? Hallo. Die Lottozahlen vorhergesagt hat und dann kam die Polizei und hat denjenigen eben ins Gefängnis gesperrt. Aber ich habe trotzdem eine interessante Begebenheit damit gehabt, und zwar als ich in München gewesen bin zu dem Vortrag, habe ich einen gleichen Parkplatz gefunden wie hier in Köln so. Ich bin dann in irgendein Hochhaus reingefahren und habe am nächsten Morgen gemerkt, wo ich mein Auto holen wollte, dass ich im europäischen Patentamt ganz unten drin stehe. Bin ich also ganz instinktiv da reingefahren und ja, zumindest hat dann mein Auto richtig schön die Energien von den ganzen Patentamt mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat oder nicht, aber es war nicht mein einziger Vortrag gewesen. In München war ich dann auch bei einem anderen Vortrag, wo ich den Watzelsfritz kennengelernt habe. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Fritz Watzel? Der wird im Internet als der letzte Lehrling Viktor Schaubergers dargestellt. Und Viktor Schauberger war damals zur Weltkriegszeit einer gewesen, der sich mit Flussregulierung sehr beschäftigt hat, der erkannt hat, dass unser Wasser nie geradeaus fließt, sondern sich immer rechts einwirbelt, links einwirbelt und so weiter und so fort. Hat Holzschwemmanlagen entwickelt, die weltweit einmalig gewesen sind. Und ihm wird nachgesagt, dass er angeblich gewisse Antriebssysteme entwickelt hat, die unsere Luft in seine Einzelteile auftrennen kann, um dann daraus Energie zu gewinnen. Im Nachhinein, ich weiß nicht, ob da was dran ist, ob die Nazi-UFOs in Anführungszeichen zur Hitlerzeit dann damit befeuert worden sind. Das weiß ich nicht genau, das hat mir der Watzelsfritz auch nicht genau gesagt. Jedenfalls habe ich den Watzelsfritz kennengelernt, der war damals Lehrling gewesen. Der war damals 17 gewesen und hat mit dem Viktor Schauberger zusammen an den Sachen gearbeitet. Und seit der Zeit sitzt er eben in Österreich und versucht es mit seinen primitiven Mitteln, irgendwo oben auf dem Berg, ohne genaue Maschinen, alles händisch bearbeitet, zu reproduzieren. Ja, da macht man sich dann natürlich schon ganz schön Gedanken. Es war aber auch noch die Zeit gewesen, wo ich in den Kernkraftwerk angestellt gewesen bin. Und dann hat sich's immer mehr zugespitzt. Ich habe dann erfahren, dass unsere deutschen Kernkraftwerke mit Vernebelungsanlagen ausgestattet werden. Wo wir uns alle an den Kopf gegriffen haben, was soll eine Vernebelungsanlage in Zeiten von GPS bringen. Da gibst du deine Koordinaten ein und dann macht die Missile dahin, egal ob da Rauch ist oder nicht. Also was soll das? Aber es hat sich was bewegt und die haben auch in deutschen Kernkraftwerken immer mehr auf die Sicherheit gedrängt. Das war dann schon ein bisschen komisch gewesen. Was dann natürlich 2011 mit Fukushima passiert ist, das wisst ihr ja dann alle. Und das war dann auch für mich der Punkt gewesen, wo ich dann endgültig im Kernkraftwerk eine Panikattacke bekommen hatte. Weil ich auf der einen Seite gewisse Techniken gesehen habe, die mir im Kernkraftwerk auch niemand erklären konnte oder erklären wollte. Ich wusste nicht, ich bin zu den ganzen Ingenieuren und so hingegangen und habe gesagt, hier, das funktioniert, erklärt mir mal warum. Ja, mir hat sich das bis zum Zeitpunkt noch nicht erklärt, warum der Bedini-Motor funktionieren kann. Und sie konnten es mir auch nicht sagen. Ja, also hat sich mein Körper dann selbst rausgenommen aus dem Job sozusagen und hat mich dann zu dem getrieben, was ich jetzt mache. Ja, ich habe dann angefangen, jede Woche oder fast täglich die ganzen einzelnen Experimente zu überprüfen, an welchen Experimenten was dran ist, an welchen Experimenten nichts dran ist. Und ja, das wird dann der zweite Teil. Den Bedini-Motor habe ich ja vorhin schon erwähnt, um das jetzt mal im Detail zu erklären. Der Bedini-Motor funktioniert anders als ein normaler Lüftermotor. In einem normalen Lüftermotor, jetzt kann ich den Motor nicht abmachen. Also das Ding, was sich hier dreht, was ihr seht, hat Magneten außen eingebaut. Das ist ein runder Magnet außen mit vier Polen. Und die normalen Lüfter werden so gebaut, dass ein Hallsensor drin ist, der praktisch erkennt, wenn ein Magnet vorbei macht, schaltet der Hallsensor. Und somit hat er dann praktisch immer eine Drehzahl. Und durch den Hallsensor wird er fremd getriggert. Wir sagen da Triggern dazu. Praktisch der Moment, wenn der Transistor, der elektrische Schalter, sein Signal bekommt, so, jetzt musst du schalten, dass zur richtigen Zeit ein Nordpol gegenüber dem anderen Nordpol ist, dass er eben weiter drehen kann.
So, und so sind eigentlich unsere ganzen elektrischen Maschinen aufgebaut. Auch, auch unsere ganzen, ihr kennt doch solche Konverter, die man ins Auto anschließen kann, wo dann 220 Volt rauskommt. Ja? Die funktionieren auch so, dass sie fremdgetriggert werden. Und wenn man sowas versucht, als Elektroleihe sich selber zu bauen, ich bin da immer wahnsinnig geworden, weil ich mit den kleinen IC-Bauteilen nicht zurechtgekommen bin. Ne? Da hast du erstmal eine komplett komplizierte Ansteuerung gehabt, um überhaupt deinem Motor erst einmal zu sagen, in welchem Moment er zu schalten hat. Und noch komplizierter wurde es dann, wenn man die Drehzahl höher machen wollte. Und ich hatte immer einen riesen Schiss davor gehabt. Also die Zeit, wo es dann losging mit den Servomotoren, dass immer mehr Servomotoren gebracht worden sind, das war mir schon in der Zeit, wo ich in der Motorenwickelei gewesen bin, nie so recht gewesen, weil ich gemerkt habe, das wird viel zu kompliziert. Aber der Bedini hat jetzt ein was Geniales, und zwar er triggert sich selbst durch eine zweite Wicklung. Ne, da ist praktisch eine zweite Kupferwicklung mit drin, die im richtigen Moment immer erkennt, wann er zu schalten hat. Und als ich das erste Mal mitbekommen habe, dass es eine komplett simple, einfache Methode gibt, zu der Bedienungsschaltung sind 4-5 Bauteile dran, kann jedes Kind zusammenbauen. Und du hast ein selbsttriggerndes System, was immer zur richtigen Zeit den perfekten Strom auf das System drauf gibt. Und mit der Anordnung kann man es zum Beispiel schaffen. Das war das, was mich damals am meisten fasziniert hat. Wir haben hier oben so winzig kleine Neon-Klimmlampen dran. Die sind in jedem Phasenprüfer verbaut, und wenn er da an 220 Volt haltet, dann leuchtet die halt auf. Und so eine Lampe, die hier braucht, der 60 Volt, damit sie zünden kann. Und wir haben hier aber nur eine 12 Volt Quelle. So, und wir hatten da schon Sachen gehabt. Ich kann es ja mal kurz anwerfen jetzt. Mal schauen. Ja, noch ein bisschen stärker. Und wie ihr seht, die leuchten ordentlich. Ja, dreht sich noch dazu. Das heißt, hier kommen Pulse raus, die über 60 Volt sind, aus einer 12 Volt Batterie. Und das ist sehr interessant zum Batterien wieder fit bekommen, wollen wir es mal so sagen. Ja, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwie eine Bleigel-Batterie oder eine Bleisäure-Batterie einfach mal ein Jahr in der Ecke stehen lasst. Dann könnt ihr die nach einem Jahr wegschmeißen. Ne? Nehmt das Ladegerät dran, das Ladegerät sagt sofort, sie ist voll, oder sagt gleich, deine Batterie ist keine 12 Volt Batterie, ich will es nicht laden, und ihr müsst euch eine neue kaufen. Und mit den, und das liegt daran, dass bei Bleibatterien mit der Zeit eine zusätzliche Sulfatschicht auf den Bleiplatten entsteht, die die Kapazität dann mindert. Und mittels solchen hohen Spannungspulsen kann man die wieder aufschießen. Ne? Alte richtig gute Kfz-Meister, die kennen da Methoden, um Batterien wieder fit zu bekommen, immer mal stoßweise Schweißgerät drauf oder mal verkehrt rum auf andere Batterien, um kleine Kurzschlüsse, dass es freigeschossen wird. Aber das ist natürlich übelst nervig, ne? Andauernd tausendmal. Und das geht mit dem Ding hier viel leichter, viel einfacher, viel unkomplizierter. Ja, das wusste ich damals aber noch nicht. Am Anfang meiner Recherchen, da bin ich immer noch auf dem Trip gewesen, ach, du willst die eierlegende Wollmilchsau haben. Du willst so ein riesengroßes Ding im Keller stehen haben, was dir mehr Energie bringt, als du reinstecken musst. Ne? Und so habe ich am Anfang angefangen zu recherchieren. Ne? Ich wollte ja die eierlegende Wollmilchsau finden. So, ja, Watzelsfritz hatte ich ja vorhin schon besprochen. Das wäre so eine Maschine, so eine eierlegende Wollmilchsau, wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dass wir es dürfen. Mal schauen. Was anderes Interessantes war es gewesen, als ich die YouTube-Videos angefangen habe, ist mir erstmal auch so klar geworden, wie viele Leute eigentlich gar nicht wissen, dass wir mit unseren bisherigen Möglichkeiten, die wir schon haben, sehr gut autark leben könnten, wenn wir nur wüssten, wie es funktioniert. Und da habe ich mir das erste Mal schon Gedanken gemacht, ach du meine Güte, wie kannst du das den Leuten jetzt simpel beibringen, und nicht jedes Mal beim Urschleim anzufangen, dass sie die Angst davor verlieren, dass sie sich selbst damit beschäftigen. Das waren die 80er Jahre, da hat ein gewisser Guido Schürch und Heinz Eber, glaube ich. Ich verdrehe die Namen immer, können aber im Internet googeln. Jedenfalls waren die in der Schweiz beim Chemiekonzern Siber Geige angestellt und waren dafür verantwortlich, neue Düngemittel oder sowas herzustellen. Und die sind dann durch Zufall
dahinter gekommen, dass wenn man Samen, ganz normale Pflanzensamen, in einem Hochspannungsfeld keimen lässt, kommen die erstmal viel schneller raus aus der Erde. Und drüber hinaus haben sie angebliche Urzeitformen von den Pflanzen entdecken können. Sie haben Maiskolben gezüchtet, wo dann nicht nur zwei oder drei Maiskolben an der Pflanze waren, sondern 8 Maiskolben. Es ging dann so weit, bis sie Forelleneier genommen haben, die Forellen dem Hochspannungsfeld ausgesetzt haben und dann kamen Forellen raus, die waren viel bunter, ein Drittel größer und haben richtige Stoßzähne von draus gehabt. Gibt es Videoaufnahmen, ist alles im Internet zu sehen. Und da habe ich gedacht, ach wunderbar, nebenbei möchte ich mich ja sowieso so naturrichtig wie möglich ernähren und das wäre eine super Alternative gegen die ganzen bisherigen Düngemittel. Ne? Wir kitzeln die Urinformationen aus unseren Genen wieder heraus und lassen die Pflanze so wachsen, wie sie damals vor Beginn dieser ganzen Vergiftungen hier gewachsen ist. Und auch bei dem Sieber-Geige-Urzeitcode war es eben so gewesen, dass man eine Hochspannung erzeugen musste. Und das ist ja gar nicht so einfach für jemanden, der da neu mit Elektrik anfängt. Ne? Diese Hochspannung, hochgefährlich und hast du nicht gesehen. Und da bin ich am Anfang dahergegangen. Ja, da war ich noch... Das war die Endzeit. Da hatte ich noch ein bisschen Geld gehabt. Da habe ich mir so ein richtiges, großes, bis 8000 Volt gehendes Labornetzteil aus einem Lehrmittelverlag bestellt und habe damit meine ersten Urzeitcode-Versuche gemacht. Dabei rausgekommen ist, dass ich keine Pflanzen hatte, die irgendwie sonst wie komisch aussahen, aber ich habe eindeutig feststellen können, dass alle Samen, die ich damit gezüchtet habe, doppelt so schnell aus der Erde gekommen sind, wie die Vergleichspflanzen, die ich daneben hatte. Also da bin ich mir mittlerweile hundertprozentig sicher, dass die Hochspannung da einen Effekt hat. Ja, und mit so einem Bedini kann man dann nämlich auch schön leicht Hochspannung erzeugen. Kommen wir später dann noch drauf mit Hilfe einer Zündspule. Ja, das zweite, was mich sehr fasziniert hat, ist die sogenannte Tesla-Gleichrichterschaltung. Das ist auch eine ganz einfache Schaltung aus 4 Dioden und 4 Kondensatoren, 2 kleine Keramikkondensatoren, 2 Elkos. Und mit der Schaltung kann man Hochfrequenzen speichern und praktisch auch Radiosignale anzapfen. Wenn man eine Neonlampe leuchten hat, kann man davon dann auch Energie abnehmen und in Kondensatoren speichern. Und das war für mich auch ein Meilenstein, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass die Energie durch die Luft übertragen wird. Dass man ohne direkten Kontakt Energie ziehen kann. Das war bis dahin auch sowas, was bei mir nur in Science Fiction gegolten hat oder halt ganz hoch moderne Induktionstechnik. Ne? Ich meine, darüber haben wir es ja schon. Aber das war wirklich was ganz Einmaliges. Ja, ich habe ja vorher Elektriker gelernt und das hat bei mir sehr vieles durcheinander gehabt. Konnte mir bis dahin auch niemand so richtig erklären. Und das Interessante dabei ist, dass der Herr Tesla damals, wo er das erste Mal gemacht hat, ja noch gar keine Radiosender und sowas hatte auf der ganzen Erde hier. Ne, wenn man heutzutage so eine Schaltung hochlädt ins Internet, dann kriegt man als Jargon zurück, na toll, ne, irgendwelche Handymasten anzapfen, so kann ich auch. Hat aber der Herr Tesla damals nicht gehabt. Und bei dem hat es höchstwahrscheinlich auch funktioniert. Also wird es noch irgendeine andere Energie sein, die uns die ganze Zeit durchdringt. Dann habe ich das rausgefunden, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass man mit so einem Bedini und einer Zündspule wunderbar Hochspannung machen kann. Auch viel, viel energiesparender als die meisten anderen Hochspannungsanleitungen. Ich habe mich vorher so ein bisschen informiert und da haben die ganzen Anleitungen in Haufen Strom gezogen. Die ganzen Bauteile wurden heiß und das war auch noch lebensgefährlich dazu gewesen. Was bei dem Teil hier jetzt nicht der Fall ist. Es zwickt ein bisschen, wenn man rankommt, aber man kann Funken ziehen. Die sind trotzdem 20.000, 30.000 Volt groß und damit kann man dann schon lustige Sachen machen. Ach, das geheime Bewusstsein der Pflanzen habe ich mir dann durchgelesen. Das Buch von Josef Scheppach, die auch mittels unserer heutigen modernen Technik und Magnetfeldern da mitbekommen haben, dass unsere Pflanzen viel mehr Bewusstsein haben, als wir vielleicht eventuell denken, halt nur ein bisschen langsamer sich verhalten. Ich versuche immer die Technik in Verbindung mit der Natur zu nehmen, weil nur davon kann man sich Beispiele holen und das dann eben umsetzen. So, dann wollte ich anfangen, mich das erste Mal zu Hause autark zu machen, habe mir Solarpanels gekauft, habe mir alte
Batterien vom Schrotthandel geholt, die noch halbwegs funktioniert haben. Und habe mir dann gedacht, na gut, dann lädst du erst mit normalen Solarpanels deine Autobatterien und bist erstmal durch. So, es hat dann gar nicht lange gedauert, bis ich mitgekriegt habe, dass das nicht ohne Grund niemand macht. Nur mit Solarpanel und Autobatterie, das hat nicht lange funktioniert. Und da war ich dann schon ziemlich am Boden, weil ich halt schon gedacht habe, es geht viel leichter mit der heutigen Technik. Aber es geht ja noch weiter. Dann bin ich auf die DVD von dem Amerikaner Dr. Peter Lindemann gestoßen. Der Dr. Peter Lindemann ist Elektroingenieur oder Doktor in Elektrotechnik. Jedenfalls hat mich schon fasziniert, dass sich ein Doktor öffentlich hinstellt und da sagt, das, was wir bis heute über unsere Elektromotoren wissen, ist bei weitem nicht alles. Er hat eben 3 DVDs rausgebracht, wo das alles in Englisch erklärt worden ist. Und da war eine interessante Sache dabei gewesen, die für mich da wichtig gewesen ist, wo er gemeint hat, man kann einen normalen Elektromotor sowohl als Motor benutzen, als auch als Generator benutzen. Das Komische dabei ist jetzt aber, man kann in seinen Motor auf eine gewisse Art Strom reinschicken. Du musst links plus anschließen und rechts minus anschließen und dann dreht sich der Motor rechts rum. So, wenn du den Motor jetzt als Generator benutzt und ihn vorne rechts rum drehst, ne, genauso wie er gedreht hat, wenn du deinen Strom anschließt, hast du aber eine verkehrte Polarität. Ne, das ist der Generatorstrom, der erzeugt wird, hat eine andere Polarität als den Strom, den du reinschickst. Und das ist sehr wichtig, finde ich. Es hat mir zu dem Zeitpunkt offeriert, dass der Strom, dass es da 2 verschiedene Arten von Strömen geben könnte. Gleichzeitig eventuell, aber da bin ich mir nicht so richtig sicher. Wenn es euch interessiert, die DVDs kann man sich angucken, kann man sich kaufen. Aber seitdem bin ich praktisch den beiden Leuten hinterhergerannt, als große Koryphäen, was man nachbauen könnte. Das hat dann auch gar nicht lang gedauert. Da habe ich einen Bedini-Bastler in Darmstadt kennengelernt. Das war auch ein Amerikaner gewesen. Der hat den Herrn Bedini in Amerika schon live getroffen, war auf den Messen dabei gewesen. Und er hat sich zu dem Zeitpunkt extrem für mich interessiert, was ich gar nicht verstanden habe. Immer wenn ich Zeit gehabt habe, hat er stundenlang Zeit gehabt mit Skypen und mir Sachen zu erklären. Bis er mir dann eines Tages ein Prinzip erklärt hat, wo man nur Eisen über Spulen fahren lässt und damit praktisch, na gut, Lenzeffekt wird euch nichts sagen. Nicht viel jedenfalls. Ne? Also Lenzeffekt ist bei Elektromotoren der Effekt, dass je mehr Leistung du rausholen willst, desto mehr Kraft musst du reinstecken. Ne? Das ist diese Gegenkraft. Ne? Und bei dieser Anordnung war es eben nicht so gewesen. Ne? Da konnte man praktisch am Ausgang die Last in den Kurzschluss nehmen und der Rotor hat sogar noch in der Drehzahl zugelegt. Das war was bis dahin, was ich komplett für unmöglich gehalten hatte. Ich habe auch in der Nacht, also der hat mir den Bauplan gezeigt, er hat selbst zu Hause dran gearbeitet und ich habe danach so viel von Energie bekommen, dass ich 1,5 Tage durchgebastelt habe, bis ich so ein kleines Ding hatte, was funktioniert hat. Habe das dem dann sofort gezeigt übers Internet und habe am selben Tag durch Zufall noch ein Interview machen dürfen übers Kulturstudio im Internet. Und das war dann eigentlich der erste Punkt, wo ich im Internet richtig gepusht worden bin. Ja, da haben dann auch viele andere davon was mitbekommen, aber zu dem Zeitpunkt bin ich immer noch der eierlegenden Wollmilchsau hinterher gerannt. Ne? Wollte immer noch das Perpetuum mobile haben und naja. So, ein paar Sachen haben wir schon noch. Danach, also wie ihr seht, habe ich viele Projekte gleichzeitig gemacht. Ne? Mal ist das eine eher fertig geworden, mal das andere. Und das, was ich euch jetzt sage, ist praktisch die chronologische Reihenfolge von den Experimenten, die ich gemacht habe. So, nach dem sogenannten Fluxkompensator, ich habe einen Fluxkompensator genannt, dummerweise, ich bin danach richtig abgescholten worden von demjenigen, der mir das gezeigt hat. Der hat irgendwie durch meine Festnetznummer rausgekriegt und hat mich in einer richtig militärischen Art und Weise dann zusammengeschissen, was mir einfällt, das Teil einfach Fluxkompensator zu nennen. Ne? Von zurück in der Zukunft. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, er hat schon recht gehabt, weil das Ding hat einen anderen Namen gehabt und die Kausalitätskette zu den eigentlichen Erfindern sollte schon gewährt bleiben. Ne? Und ja, dann habe ich
die richtige Erfinderszene dann ein bisschen kennengelernt. Wie sie dann reagieren können, wenn man einfach neue Namen erfindet. So, danach bin ich ein bisschen in die russische Ecke gegangen. Und da gab es einen Russen, der hat 1993 die sogenannte Aframenko-Pumpe patentieren lassen. Das ist eine Konstruktion aus zwei Dioden. Das sind eigentlich nur zwei Dioden, ja. Der hat einfach nur zwei Dioden in Reihe geschalten und hat das Ding patentieren lassen als Aframenko-Pumpe. Das Ding kann aber was ganz Besonderes. Und zwar kann das so ähnlich wie die Bedini-Gleichrichterschaltung, aber noch viel einfacher, aus einer Hochfrequenz eine Gleichspannung machen, mit was man Kondensatoren laden kann. Oder LEDs betreiben kann zum Beispiel. Ja, das ist jetzt praktisch immer, ich hab leider heute keine mit, das ist wieder das, was ich vergessen habe. Das Kleinste habe ich wieder vergessen. Aber mit dem Teil kann man wunderbar überall sehen, ob irgendwo Hochfrequenz anliegt oder nicht. Ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Teil, um immer zu gucken, ob mein Transistor schwingt. So, dann habe ich durch Zufall den Herrn Erhard Landmann kennengelernt. Da wird euch vielleicht auch noch nichts sagen. Das ist jedenfalls ein Sprachforscher, der einen Haufen Sprachen fließend sprechen kann, heute 84 ist. Ich habe das Glück gehabt, mal eine Stunde mit ihm telefonieren zu können. Ist immer was anderes, wenn man mit den Leuten dann persönlich die Stimme hört, nachfragt, was ihn so bewegt hat und so. Also mich hat er jedenfalls sehr überzeugt. Und er geht darauf hin zurück, dass unsere ganzen Sprachen auf der Welt einen gemeinsamen Ursprung haben. Er sagt dazu, dass wir früher eine elidiotische Sprache gehabt haben, was dem Altdeutschen und dem Altsächsischen etwas ähnlich ist. Habe ich natürlich auch super. Hast du ja einen sächsischen Dialekt gut drauf. Also wenn du dich nicht dahinter klemmst, wer dann? Ja, aber das wird dann später noch interessant. Aber ist jetzt wichtig, ne, dass das war zu dem Zeitpunkt gewesen. So, und danach habe ich den René kennengelernt. Oder er hat mich praktisch gefunden. Gerhard ist aufgewachsen und er hat sich auch schon seit über 10 Jahren mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt zu uns gekommen, weil er uns jungen Leute mal ein bisschen zeigen wollte, was denn noch so alles geht. Und er hat dann mir gezeigt, dass man so eine normale Bedini-Schaltung, wie wir hier haben, an jeden Servomotor anschließen kann, den man hat. Damit kann man jeden Servomotor einwandfrei betreiben und hat auch ein Batterieladegerät davon. Moin. Ah, das ist die junge Generation. Moin. Hallo. Hallo. Grüß dich. Aaron. Thorsten. Grüß dich. Hallo, die Runde. Hallo. Okay, Bedini-Motor an Servo, dass man die an normale Servomotoren hängen kann, hatte ich ja gerade gesagt. Ja, und dann haben wir den sogenannten Jewel Thief entdeckt. Ne, Jewel Thief heißt übersetzt Juwelendieb. Und es ist eine Anordnung mit einem Ferritkern, wo in genau derselben Art und Weise wie beim Bedini zwei Spulen draufgewickelt sind, was sich selber triggert. Und damit kann man praktisch das System, was der Bedini hier macht, wenn er dreht, auch mit einem einzelnen Teil machen, was sich nicht dreht. Ja, und das Faszinierende an dem Teil war gewesen, so ist es veröffentlicht worden, dass es ein ganz einfacher Step-Up-Konverter ist, also ein Bauteil, was aus wenig Spannung mehr Spannung machen kann. Mit einem ziemlich hohen Wirkungsgrad. Und das Besondere an dem Teil ist, dass Mach ich weiter. Nee, das ist sehr gut, dass hier ein ganz junges Kind mit dabei ist. Du meinst, sie lernt schon? Sie ist mit dem ganzen Wissen geboren worden, was bis dahin da war auf der Erde. Ich denke mal, die wird die Schlauste von uns sein. Und daher gucken, wenn die richtige Zeit ist. Ja, mit dem Joule-Tief kann man praktisch aus wenig Spannung viel Spannung machen und als erste praktische Anwendung wurde dafür gedacht, man hat eine LED-Leuchte, die 4-5 Volt braucht und man möchte die nur mit einer einzelnen 1,5 Volt Batterie betreiben. Ne? Mit der Anordnung geht das. Und ein Kollege, der dann später mit dazugekommen ist, der hat zurzeit eine Challenge laufen, wo praktisch der effektivste Joule Thief herausgefunden wird, praktisch wie lange man mit einer AA-Batterie Licht machen kann. Und wir sind jetzt schon bei Tag 40. 40 Tage mit durchgängig mit einer einzigen 1,5 Volt Batterie Licht machen. Und ihr kennt ja vielleicht diese Solarlampen, die es normalerweise zu kaufen gibt. Da ist auch so eine Batterie drin, die halten maximal 2 Tage durch. Also von daher ist es 1000-mal effektiver als das, was ich bisher auf dem Markt gefunden habe.
Ja, das war ein heftiger Knackpunkt. Also bis dahin hieß er noch Schulthief. Ist angeblich 1999 entdeckt worden und ach, hast du nicht gesehen? Gut. Kommen wir später noch dazu. So, dann kommen wir nochmal zurück zum Bedini. Der Bedini ist auch so eine Art Frequenzgenerator. Ne? Man kann damit, ich kann nochmal kurz anwerfen. Ja, nochmal. So, und ihr seht das schon, kann man hier alle möglichen Frequenzen durchgehen. Und man kann ihn natürlich dann auch so wickeln, dass er halt viel schneller ist als original. Ne? Und dadurch man hier eben alle möglichen Frequenzen schön fein durchprobieren kann, ist so ein Bedini-Motor auch nicht schlecht dafür, wenn man an den Ausgang Lautsprecher ranhängt, Wasserklangbilder zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr von den Wasserklangbildern schon mal was gehört habt. Ne, ihr habt so eine Schale Wasser, nehmt unten drunter einen Lautsprecher und wenn eine ganz bestimmte Frequenz auf dem Wasser drauf ist, bilden sich perfekt geometrische Formen. Ne, das ist auch noch so ein Ding, wo ich glaube, dass es sehr wichtig fürs Verständnis von der Welt hier ist, wo wir drin leben, dass alles seine Resonanzfrequenz hat. Ne, wenn irgendwas in Resonanz kommt, heißt praktisch, dass die selbe Schwingung auf eine Schwingung drauf kommt, damit diese, ne, wenn man sich eine Schwingung mit so einer Welle vorstellt, dass die Amplituden dann eben immer zu dem Zeitpunkt aufeinandertreffen, wenn es dann, somit kann man es dann eben aufschaukeln, sozusagen. Ja, die Tests im Internet wurden dann immer berühmter und dann ging es auch los, dass die ersten Gleichaltrigen mich kontaktiert haben. Und da haben wir auch krasse Leute kennengelernt. Den Action for Free möchte ich hier mal mit herausheben. Das ist sozusagen in den letzten Jahren einer meiner Hauptpartner gewesen, der sehr, sehr viel rausgefunden hat. Wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich bei weitem jetzt noch halt zu weit. Aber es gab auch noch deutschlandweit einen Haufen andere, wo ganz viele Spezies nur drauf warten, endlich mal loslegen zu können. Ne? Also wo das Programm von alleine auch schon läuft. Ja, dann kommen wir zu den Kristallbatterien. Ich habe eine gute Freundin, die kenne ich auch schon, seit wir so groß sind und die ist die ganze Zeit durch die Welt gereist und vor ein paar Jahren kam sie dann mal wieder zurück. Und der habe ich nur mal so nebenbei erzählt, dass der Herr Bedini auch sogenannte Alone-Batterien herstellt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was Alone ist und ich habe sie nur mal so gesagt. Und irgendwann in unserem Norma-Supermarkt gab es so ein kleines Experimentierset, Kristalle selber züchten. Da stand ganz klein drauf, dass Alaun drin ist. Habe ich übersehen. Wir haben es einfach nur mitgenommen. Oh, Kristalle, schön. Ne? Und ja, dann lag das Zeug bei mir zu Hause so ein, zwei Wochen. Und dann kam sie da vorbei und hat gemeint, Thorsten, hier ist doch Alaun drin. Ich dachte, du wolltest da Batterien draus machen. Oh, geil, das probieren wir aus. Am selben Abend haben wir uns eine 6 Volt Moped-Batterie hergenommen, die unbefüllt gewesen ist, Wasser aufgekocht. Alaun-Salz, was da drin gewesen ist, normales Salz, ist Kalium, Aluminium, Dedo, Hydro, irgendwas, irgendwas Kalium und Alu ist der Hauptbestandteil davon. Das löst man in Wasser auf, ne, dass keine Batzen mehr drin sind, und dann schüttet man das in die Batterie rein. Und dann funktioniert unsere normale Autobatterie, die bis dahin auf Schwefelsäurebasis funktioniert hat, auf ätzender Basis, mit einer Lauge. Funktioniert genauso. Die Batterie habe ich dann meinem Opa geschenkt. Und das Faszinierende an den Batterien ist, habe ich zuerst in der Recherche herausgefunden, dass man die nicht tot kriegt. Wir haben einen Test gemacht, 3 Monate im Kurzschluss gelassen und haben nach 3 Monaten immer noch einen gewissen Strom geliefert. Natürlich nicht enorm, ja, du kannst kleine LEDs damit betreiben. Aber bisher haben wir noch nie geschafft, so eine Alaun-Batterie tot zu machen. Und da habe ich schon gedacht, so eine Nass-Alaun-Batterie war aber nicht das Einzige, was Bedini auch gebaut hat. Also ich habe es auch von Bedini abgeguckt. Ne? Der hat nicht nur den Bedini-Motor gebaut, der forscht ja schon seit 1974. Ja, also der hat viel, viel mehr Vorsprung, denke ich mal. Sondern er hat auch Trockenzellen gebaut, wo man praktisch mit festem Salz, was da wirklich aussieht wie Kristall, Batterien hat, die auch sehr, 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 sehr lang halten. Und zwar auf der Basis. In unseren Bleibatterien haben wir nur Bleiplatten drin. Auf der Plusplatte haben wir eine Bleiplatte, auf der Minusseite haben wir eine Bleiplatte und je nachdem, wo dann mehr Oxid ist, dann Plus oder Minus. So, jetzt kann man aber auch Batterien so bauen, aus unterschiedlichen Metallen.
Ihr kennt das bestimmt, wenn es alte Häuser gibt und da noch, ich weiß nicht, ob es bei euch damals auch so war, dass Aluleitungen verlegt worden sind und man da Kupfer drauf geklemmt hat, da hat es nicht lang gehalten. Weil da immer unter dem Kupfer und dem Alu ein gewisser Strom geflossen ist, von ganz alleine. Einfach nur aus dem Grund, weil die Metalle verschiedene Grundspannungen haben. Da gibt es so eine Tabelle, die Spannungsreihe der Elemente, und da hat jedes Element eine verschiedene Spannung. Und dann kann man sich ein Element raussuchen, was plus 2 Volt hat, und ein Element raussuchen, was minus 2 Volt hat, und schon kann man nonstop zwischen den Dingern, bis sie sich auflösen, 4 Volt abnehmen. Na, also irgendwann, ich habe mich mit Chemikern unterhalten, ich habe Chemie in der Schule gehasst, und das Elektrozeug war so eine Sache, aber die haben mir eben nahegelegt, das würde nicht ewig funktionieren, irgendwann löst sich das Metall auf. Aber wenn du das halt dick genug machst, dann hast du eine Batterie, die 80 oder 100 Jahre läuft. Warum nicht? Ja, das ist auch noch ein sehr, sehr interessantes Ding, wo wir schöne Batterien basteln könnten. Ja, dann bin ich etwas durcheinander gekommen, weil der René, ne, der mir vorher eben den Joule-Tief gebracht hat und Bettina einen Servomotor angeschlossen hat, auch eine Anleitung herausgefunden hat von einem Urneffen von Nikola Tesla, der mit Hilfe von Mikrowellen Kohlenstoff aufgeschwungen hat und dann ist der Kohlenstoff viel wärmer geworden, wie wenn du es so erhitzen würdest. Ne? Und dann habe ich da angefangen, Mikrowellentests zu machen und da ist mir schon etwas unwohl geworden. Ich hatte echt kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache und es hat sich alles so hingeschleppt und so weiter und so fort und es ging gar nichts vorwärts. Und dann gab es einen Tag, da hat ein Vogel 23 Uhr. Ein schwarzer Vogel, 23 Uhr, an meinem Fenster geklopft. Ich wohne im dritten Stock, 8000 Einwohner, Stadt. Und ich dachte, was geht denn jetzt los? Ich habe das Fenster aufgemacht, habe den Vogel reingeholt. Das ist auch das Video im Internet. Ich habe nur versucht, ein bisschen aufzupäppeln. Der ist dann ein bisschen in Panik geraten, ist durch meine Wohnung geflogen, bis ich dann das Fenster wieder aufgemacht habe und ihn wieder rausgelassen habe. Ich dachte, aha, was ist denn das für eine Sache jetzt? Da habe ich noch nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag, um dieselbe Zeit, hat er wieder geklopft. Und da ist mir dann schon etwas anders geworden. Er ist dann reingekommen, er war total übermüdet gewesen. Das war gerade die Zeit gewesen, wo es so übelst durchgeregnet hat. Na? Und der ist dann leider auch bei mir gestorben. Aber danach hat sich alles irgendwie dann zum Klaren gewendet. Ne? Es gab dann einen Kollegen, der sitzt unten in Stuttgart. Der hat gemeint, Thorsten, jetzt geh doch noch mal ein paar Schritte zurück und guck dann noch mal. Ja, dann bin ich ein paar Schritte zurückgegangen. Er hat mir auch eine Anleitung mit dazu gegeben. Und in der Anleitung ist eigentlich das Geheimnis beschrieben, was das Ding hier macht. Und zwar geht es um den sogenannten, ich würde sagen, Ausschaltstromstoß, kann man in Deutsch sagen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ein Stecker unter Last aus der Steckdose zieht, gibt es einen Funken. Ja? Wenn man einen Trafo ausschaltet, dann muss man irgendeine Sicherheitsschaltung einbauen, damit dieser Ausschaltstromstoß die restlichen Bauteile nicht zerstört. In unserer heutigen Elektrik ist der Ausschaltstromstoß so nebenbei, den gibt es und den muss man vernichten, weil sonst macht er alles kaputt. So, und mit den Geräten nutzen wir den Ausschaltstromstoß. Jedes Mal, wenn wir praktisch einschalten, schaltet sich kurz danach auch wieder aus und die ganze Energie, die in der Spule bis dahin gespeichert worden ist, wird auf einen Schlag wieder herausgelassen. Das ist die Sache mit der Kraft und Gegenkraft im Universum. Und das kann das Ding wunderbar anschaulich eben zeigen. Ja, und dann ist mir so einiges klarer geworden, wie das Ding eigentlich funktioniert. Was das eigentlich macht und woher da die riesengroße Spannungsspitze eigentlich kommt. Ne, die aus wenig Spannung eine ganz, ganz hohe Spannung machen kann. Tja, und dann gab es aber allerdings auch einige Leute, die gesagt haben, ach Mensch, mach doch nicht mal so viel neues Zeug, zeig uns doch erstmal, wie man auf ganz normalem Wege Strom generieren kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass es weltweit noch kein einziges Video darüber gegeben hat, wie man aus einem stinknormalen Drehstrommotor, den man für ganz wenig Geld überall hinterhergeschossen bekommt, einen Generator bauen kann, wo man Netzstrom, Netzspannung rausbekommen kann. Und das ist auch nach wie vor das Video, was mir die meisten Klicks bringt, hat nicht viel mit freier Energie zu tun, würde ich mal so sagen. Ist ein ganz konventionelles Umwandelsystem mit einem Wirkungsgrad von vielleicht 60%. Aber jeder kann dann mit ganz wenig Mitteln, zumindest ein kleines Windrad bauen oder Wasserkraftwerk oder sowas,
Ja, das hat mir da erstmal gezeigt, was die Menschheit momentan erstmal will, aber nichtsdestotrotz haben wir dann halt trotzdem auf dem anderen Wege weitergemacht. Ja, da hat mich der René aus Gera, ne, von dem ich vorhin schon erzählt habe, hat mich so alle paar Monate mal gesucht. Den habe ich so in meiner verprogrammierten Welt durch Fernsehen und so weiter immer so als den Morpheus angesehen, weil er wirklich so eine Art hat von Matrix, wisst ihr, dieser Lehrer. Und der hat mir dann so eine Huckepack-Zündung mitgebracht. Da ging es darum, dass man einen riesengroßen Blitz erzeugen kann, was sogar die Luft entzündet. Der so heiß ist, dass die Luft sich selbst entzündet. Und es geht über das Prinzip, dass man praktisch einen kleinen Plasmastrahl hat und über den Plasmastrahl wird dann ein großer Kondensator entladen. Und dann kann man eben den Effekt hinkriegen. Habe ich bis dahin auch noch nicht gewusst, aber da wage ich mich erstmal nicht so ran. Da gibt es Leute in Berlin, die damit testen wollen, weil ich habe auch andere Erfahrungen mit diesen Blitzen gemacht. Ja, es gab, habe ich das mit hier draufgeschrieben? Doch, kommt später noch. So, da habe ich erstmal die Huckepack-Zündung mitbekommen. Und er hat mir noch eine Reed-Switch-Schaltung mitgebracht. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht an den Schultief erinnern oder an Bedini, wo es darum geht, dass man eben aus wenig Spannung viel Spannung macht. Bei den Geräten schaltet aber immer ein Transistor, praktisch ein Halbleiterelement. Und er hat durch Tests herausgefunden, wenn man jetzt einen mechanischen Schalter nimmt, der komplett mechanische Schalter, es gibt da diese kleinen Magnetschalter, die kann man zum Schwingen bringen und damit kriegt man dreimal mehr Spannung raus aus dem System. Was bis dahin, ich habe schon das für unmöglich und das Ende der Fahnenstange gehalten. Dann kommt er auf einmal an mit so einem mechanischen Ding und dann tust du halt alles. Toll, wieder was Neues. Ja, das war die Geburt des Reed-Switches. Da kann ich euch auch mal hier einen kleinen Vorführen können wir mal rumliegen lassen. Das ist dieses Teil hier. Das hat die Polizei auch gesagt, wo sie meine Hausdurchsuchung gemacht hat. Alles Bomben hier, was du baust. Ja? Richtig. So, wir haben hier eine selbstgebastelte Batterie. Da habe ich praktisch genau so eine Batterie aufgeschnitten, habe mir die Bleiplatten rausgeholt und habe dann flüssiges, also Alaun sehr, sehr hoch konzentriert, fast 100% Alaun, nur einen ganz kleinen Wasseranteil. Wenn man es erhitzt, über 72 Grad, wird das alles flüssig. Dann habe ich das hier reingefüllt zwischen die Platten und dann kristallisiert das wieder aus. Das ist eine richtige Kristallbatterie und die hat nur 2 Volt. Das ist praktisch nur eine einzige Zelle. Die hat nur 2 Volt. Hier vorne dran ist aber eine LED-Lampe, die ich glaube 7 Volt oder so braucht zum Betreiben. Ja, und wenn man die dann geladen hat, ihr könnt euch dann mal im Detail angucken. Ich habe es ja etwas vergossen. Ein ganz kleiner Reed-Switch ist dran und das kann man dann, ist zwar noch nicht volle Leuchtstärke, aber so, dass man komplett aus nichts, aus Schrott, eine Batterie bastelt. Das war für mich auch schon mal ein ganz großer Meilenstein. Die kannst du mal rumgehen lassen. Auf das grüne Ding muss man dann drauf drücken. Und die hast du dann aufgeladen oder die arbeitet von alleine? Die habe ich aufgeladen. Die hat zwar von sich aus schon eine kleine Grundspannung, wenn du einfach nur gießt. Kommt drauf an, wie die Platten vorher gewesen sind. Wenn du jetzt natürlich eine voll geladene Batterie auseinandersägst und wenn die Platten schon geladen sind und dann das Salz reinmachst, dann funktioniert sie gleich. Wenn das aber entladen ist, dann hat die vielleicht eine Grundspannung von 0,6, 0,7 Volt oder so. Kann man nicht so viel anfangen. Aber das Ladegerät dazu, das, ja, da hat der Steffen ein bisschen Schuld mit dran, dass wir das perfekte Ladegerät dafür gefunden haben. Da kommen wir später dazu. Bis zu dem Zeitpunkt war es noch so gewesen, dass ich die Kristallzellen gebaut habe und versucht habe, mit Bedini zu laden, mit normalen Netzteilen zu laden. Und ich habe nie die Leistung hinbekommen, die so eine Batterie hat, so eine normale Bleigel-Batterie. Ich habe gedacht, na gut, okay, ist halt schön, du kriegst sie nie ganz leer, aber so richtig Leistung kommt nicht raus. Ne? Ein kleiner Schritt, Zwischenschritt war gewesen, wo ich dann das allererste Mal so einen Kristallakku mit so einer Reed-Switch-Anordnung entladen habe. Habe ich dann durch Zufall mitgekriegt, ey Scheiße, nachdem ich den entladen habe mit den krassen Pulsen, nimmt sie auf einmal viel mehr Ladung an. Kann sie viel mehr Kapazität kriegen. Und dann sind wir dahinter gekommen, oh, bei den Batterien ist das Entladen mindestens genauso wichtig, wie es sie lädt. Also es kommt nicht nur auf die richtige Art des Ladens an, sondern die muss auch richtig entladen werden.
Du musst beide Platten freikriegen, die Plus- und die Minusplatte. Deshalb musst du das immer irgendwie hin und her schaukeln, in der richtigen Art und Weise. Ja. Das war das mit dem Reed-Switch. Ja, jetzt muss ich schon wieder auf den Herrn Landmann kommen, weil das ist halt chronologisch geordnet, ne? So wie ich es gemacht habe. So, dann müssen wir nochmal auf den Joule-Tief zurückkommen. Das ist ein englisches Wort. Und wir haben dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Wir haben uns gesagt, hey, so eine einfache Technik, das gibt es nicht, dass es erst 1999 veröffentlicht worden ist. Haben wir recherchiert, da sind wir dahinter gekommen, dass es im Deutschen den Begriff Sperrschwinger dafür gibt und auch den Begriff Transduktor dafür gibt. Und seitdem ich den Herrn Landmann kennengelernt habe und ich irgendwelche Wörter höre, wo ich keine Kausalitätskette dazu habe, wie der Wortstamm entstanden ist, habe ich mir dann angewohnt, immer in so einem althochdeutschen oder altdeutschen Wörterbuch nachzugucken. Die haben ja früher ein ganz anderes Deutsch geredet als wir heute. Ne? Die haben ja Wörter gehabt, die verstehen wir heute gar nicht mehr. Und da sind einige Wörter schon drin, die mich haben mit den Ohren schlackern lassen. Und zwar habe ich das Wort Transduktor gesucht und habe herausgefunden, dass das altdeutsche Wort für Strom Tran gewesen ist. Stand in dem Wörterbuch drin. Dann haben wir die zweite Silbe, ist das Stück und dann das Tor. Also übersetzt das Stromstück Tor. Und genau das ist das, was das Teil macht. Und dann frage ich mich, seit wann wissen wir das? Nicht erst seit 1999. Das muss man schon viel, viel früher gewusst haben. Und auf der englischen Wikipedia-Seite, auf der deutschen steht es nicht drauf, auf der englischen Wikipedia-Seite steht über die Sperrschwinger und Transduktor, die heißen da Magnetic Amplifier, glaube ich, steht drin, dass hier in Deutschland, damals in den 30er, 40er Jahren, hier eben wir am weitesten weltweit gewesen sind mit dieser Technik. Und jetzt dürfen wir es alles wieder entdecken. So, dann etwas noch Mysteriöses. Ich habe dann... Ah, da habe ich hier vorne eine Maschine. So, und zwar mit dem Reed-Switch habe ich ja dann mitbekommen, dass das mechanische Pulsen ein bisschen mehr bringt. Ne? Und auch Bedini hat Geräte gebaut, die praktisch nicht mit Transistoren die Batterien laden, sondern mit mechanischen Pulsen, wo richtig schön Blitze entstehen. Ne? Und genau so ein Ding habe ich dann auch mal nachgebastelt. Ja, geh mal ein bisschen zurück. Emi, du bist ein bisschen empfindlich. Ja. Du bist gleich an. Ach, haben wir vielleicht einen kleinen Schlitzschraubenzieher? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Einstellung habe. Ich habe es vorher nicht so richtig getestet. Gucken, ob ich es gleich angeworfen bekomme. Du musst es glücken. Ja, läuft doch. Genau. Na ja, gut, einen Blitz habt ihr gesehen. Ah, sehr gut, danke. Gut, Jo, dann mal. Gut. Na ja, gut, so schön, wie ich gedacht habe. Normalerweise, wenn die richtige Einstellung da ist, hat man hier dazwischen dann immer Blitze. Die entladen praktisch den Kondensator immer mechanisch. Und während der Entladung entstehen an der Stelle Blitze. Und ich habe bei mir zu Hause im Bastelzimmer ein Terrarium, wo vorne drinnen wachsen so ein paar tropische Pflanzen und so. Und das habe ich schon seit 3-4 Jahren, die sind immer gleich gewachsen. Und dann habe ich so eine Maschine direkt daneben gestellt, unten neben dem Wurzelstock, und habe die so 2-3 Monate jeden Tag mal so eine Stunde, 2 Stunden angelassen, habe Batterien damit regeneriert. Und irgendwann kam eine Freundin zu mir und hat gemeint, hey Thorsten, wie wächst denn dein Farn auf einmal? Das ist aus meinem Farn. Aus dem oberen Blatt, fraktalsmäßig, wisst ihr, was Fraktale sind, ne? Vollkommen ineinander geschachtelt, ein riesengroßes mutiertes Blatt kam raus. Und da habe ich gesagt, oha, was ist denn jetzt los? Da habe ich mit den mechanischen Blitzsachen dann erstmal aufgehört. Also wenn ich damit dann weiterforschen sollte, dann nur irgendwie in abgeschirmten Räumen, dann nicht zu lang laufen lassen, aber da ist mir dann das zweite Mal bewusst geworden, dass Elektrizität durchaus auf uns oder auf Pflanzen zumindest direkte Einwirkungen haben kann. So, jetzt sind wir auch gleich beim Ende. Ja, da sind wir dann nämlich schon beim Steffen. Ja.
Das war dann so gewesen, dass ich dann mal so ein Video hochgeladen habe, wo ich so ein bisschen meine emotionalen Probleme so ein bisschen veröffentlicht habe. Und Steffen hat mich dann zu ihm eingeladen, hat gemeint, dass sie in der Produktionsfirma viele Akkus haben, die regeneriert werden könnten und ob ich mich da mal drum kümmern könnte. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Bedini-Motor, das mechanische Zeug, und dem Steffen gesagt, ja, bin ich dabei. So, und dann ganz kurz vor der Angst bin ich durch Zufall nochmal zu dem Action for Free, zu dem anderen Kumpel gefahren. Und er hatte mir gesagt, Thorsten, ich habe gestern aus dem Internet eine Schaltung nachgebaut, wo er sehr stark vermutet, dass die von unserem René ist. Ne, das war ein Schaltplan gewesen, der auch weltweit schon gepostet worden ist. Schon 2012, wir sind aber erst 2014 irgendwann dahinter gekommen. Das dauert halt manchmal seine Zeit. Und das Ding heißt Re-EMF Charger. Ach, was denn? Genau, richtig. Aber da hat mir der Action for Free praktisch seinen Prototyp mitgegeben, den er noch einmal richtig probiert hat. Und ich bin zum Steffen gefahren und haben dann erfolgreich mit dem Teil, das geht 10-mal schneller als mit dem Bedini-Motor. Und funktioniert aber genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Und danach haben wir herausgefunden, dass das höchstwahrscheinlich das wirklich optimalste Ladegerät ist, weil das einzige Ladegerät ist, was in der richtigen Art und Weise den Akku kurz entlädt und sofort wieder lädt. Und das ist das Perfekteste für einen Akku überhaupt. Und das ist auch eine ganz einfache Schaltung, die jedes Kind eigentlich nachbasteln kann. Und mit der Schaltung ist es mir auch beim Jupen neulich vor 2 Tagen dann gelungen, die Kristallbatterie richtig schön voll zu machen. Habe ich daraus auch noch probiert, das ist live hier entstanden. Und das ist jetzt der aktuelle Stand der Forschungen, wo ich bin. Sag nochmal, was hast du jetzt beim Steffen genau erreicht? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Dass wir praktisch, bis dahin hatten wir praktisch immer Ladegeräte haben, wo wir die Batterie eine Woche, 2 Wochen dran lassen mussten, überhaupt was zu sehen. Und nur durch den Steffen ist es dann dadurch entstanden, dass wir mal das Auge auf diesen Re-EMF-Charger gerichtet haben. Auf diese Weiterentwicklung, was das 10-mal schneller machen kann. Und das wird dann natürlich sehr interessant. Bis welche Kapazitäten gehen? 100 Amperestunden, 200 Amperestunden, nach oben keine Grenze, wenn es richtig dimensioniert wird. Also eierlegende Wollmilchsau ist noch nicht da, aber doch einiges, was Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Yes, I'm